gelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Freunde, heute heißt es im Tagesgebet, gib uns den Mut zu bezeugen, dass Christus lebt. Am Fest der heiligen Maria Magdalena. Gib uns den Mut zu bezeugen, dass Christus lebt. Und das ist etwas ganz Großes. Das ist das Existenzielle oder Essentielle eigentlich. Das ist das Wesen von Mission. Sie wird ja genannt Apostolin Apostola, der Apostel, also die Apostolin der Apostel, die Botin für die Boten. Die Botin für die Boten. Dann habe ich mir so gedacht, sind wir das auch? Und wenn wir es sind, welche Botschaft bringen wir dann? Und das ist das Entscheidende. Das ist echt das Entscheidende. Manchmal kann ich mir das gar nicht vorstellen, irgendwie so. Das hört sich jetzt vielleicht schrecklich an, gell? Manchmal kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Leute in der Kirche beten. Oder dass kirchlich-hauptamtliche beten. Das kann, oder ich bin ja auch ein Hauptamtlicher, gell? Manchmal kann ich mir das gar nicht so vorstellen, irgendwie so. Das ist so ganz ein blöder Gedanke. Ich muss den wirklich wegschieben, weil das stimmt ja gar nicht. Aber wenn man dann manchmal so die vielen Statements da so hört, geht es ja eigentlich nur um Sachen. Das ist eigentlich ist dieser Gedanke schrecklich, gell? Es geht nur um Sachen. Um Politik. Um Kampf. Um Preschen. Aber es geht nicht um Jesus. Gib uns den Mut zu bezeugen, dass Christus lebt. Und wenn wir das machen, dann sind wir für die Menschen, die um uns herum leben, eine Hilfe. Dann sind wir, weil wir geben ihnen etwas. Wir geben ihnen nämlich Hoffnung. Wir geben ihnen eine Hoffnung. Wir geben ihnen Mut. Wir geben ihnen Trost. Wir geben ihnen Verzeihung, wir geben ihnen Barmherzigkeit, wir geben ihnen Jesus. Wir geben ihnen Jesus. Und das ist so dieses, oh, das ist so stark. Gib uns den Mut zu bezeugen, dass Christus lebt. Denk an Mutter Teresa, die 20, 30 Jahre oder wie lange auch immer das war, nichts gespürt hat von Gott, nichts gespürt hat und geglaubt hat. Vielleicht müssten wir zuerst noch sagen, gib uns den Glauben. Gib uns den Glauben, dass Jesus lebt. Und ich möchte euch allen so danken, dass wir da so miteinander morgens immer den Rosenkranz beten und so für die verschiedenen Anliegen beten. So. Aber ich möchte euch so bitten, dass wir wirklich so in den Glauben hineingehen. Das ist das, was die Welt braucht und das, was es heute im Tagesgebet hat. Gib uns den Mut, zu bezeugen, Zeuge zu sein, ein Märtyrer zu sein. Bezeugen, dass Jesus lebt. Möchten wir dich, Jesus, jetzt um deinen Segen bitten. Und dass die Menschen wirklich immer mehr auch das habe ich auch schon einmal gehört, wo jemand gesagt hat, was, das glaubst du ja wohl selber nicht. Ja, die Leute denken so, das glaubst du ja wohl selber nicht. Dass sie es glauben, dass mein Glaube auch authentisch ist. Dass mein Glaube auch authentisch ist. Nicht, dass ich so ein Theaterspieler bin. Authentisch, ehrlich, aufrichtig, wahrhaftig. Und vielleicht auch manchmal ganz schwach. Dazu musst du uns jetzt, Jesus, den Segen geben. Panem de coelo presti tisti eis
omne delectamentum in serventem. Oremus, Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribu equesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sentiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.